Krombacher Niedersachsen-Pokal, Halbfinale. Viel Spaß! Griffig genug. Mal gucken, wie sie es jetzt lösen. Auch nicht gut. Pfosten. Konkurrenz. Ah, schöner Ball in die Tiefe. Achtung, erster Abschluss. 5 Siege aus den ersten 6 Heimspielen. Oh, super gespielt. Haritonov. Boah, Seitfallzieherversuch. Und am Ende Luca Prasse. Ah, nee. FCF ist dabei. Seidel, scharf aufs Tor. Möglichkeit. Marek Jansen. Gutes Gespür dafür. Haben die Mannschaft aufgemuntert. War ja ohnehin schwierig. Lange Busfahrt, aber gut gespielt. Spitzer Winkel. Nicht im Tor. Große Chance für Marek Jansen. Zweiter Ball. Jansen macht ihn immer scharf. Abschluss und Riesentat von Siefkes gegen Prasse. Kommt er irgendwie noch mit seinem Fuß dran und weiß, dass das ein Big Save ist. Also das ist vielleicht so ein kleines Indiz für die wirklich guten Transfers in Sachen Offensive. Ist das Elfmeter? Es ist kein Elfmeter. Und wir schauen nochmal drauf. Also Kopfballverlängerung und dann boah, schwierig. Boah, gute Parade von Schmidt. Krasse. Auf Schäpp. Der sich jetzt ein bisschen auf Flügel fallen lässt. Möglichkeit! Willi Evseev. Und Tor! Und Tor! 1-0! Luis Sprekelmeier. Und da war mal so eine Standard. Und das macht er einfach klasse. Annahme. Abschluss, wie aus dem Lehrbuch. Wieder Gay. Immer noch Gay. Handspiel, Fragezeichen. Eckball. Sprekelmeier. Boah. Auch hier schwierig zu beurteilen. Nächste Gelegenheit, Pike, Tor! 2-0, 2-0, Marek Jansen. Super Konter, wir sehen die letzte Sequenz und wir sehen die Pike. Wie einst Ronaldo, 2002 im Halbfinale. Ja, Torhüter bleibt liegen. Latte. Und Tor. Anschlusstreffer. Nochmal ein weiter Ball. Und das ist die Chance und das ist das 2:2. Gibt's doch gar nicht. Maximilian Geißen mit der allerletzten Aktion. Wahnsinn. Hab ich so noch nie erlebt, bin ich ehrlich. Und jetzt ist der Elfmeter freigegeben. Von der Reit gegen Schmidt. Von der Reit macht ihn. Ja, guckt sich den Keeper aus. Und Schmidt war eben fast dran. Und jetzt? Kein Problem. Evseev. Oh, cool. Völlig richtig, stand richtig. Hat sein Team zurückgebracht. Und jetzt? Hartin Schmidt. Gegen Siefkes. Haritonov.
Der ist nicht drin. Nächster Schütze. Und keine Probleme. Bias Missner, auch eher eingewechselt. Nicht einfach, noch nicht so viel Ballkontakte gehabt. Aber der reicht ihm. Mohr im Duell gegen Schmidt. Und Mohr macht ihn. Ah, cool gemacht. Aber die kann er hier nicht ausspielen. Natürlich jetzt für Meppen die Bürde nachzulegen. Aber kein Problem für Lars Witt. Sobotta gegen Schmidt. Schmidt hat ihn. Match bei Meppen. Patrick Siefkes kann das verhindern. Hat Karate gemacht. Meppen ist im Finale. 8:7. Aber auch großer Respekt an Trochtersen-Assel, die hier zurückgekommen sind auf unglaubliche Art und Weise.